Schönen guten Abend. Willkommen bei dem heutigen Vortrag in der Reihe Faszination Astronomie Online. Mein Name ist Anna Frankowiak. Ich bin Professorin für Multiwellenlängenastronomie an der Ruhr-Universität Bochum. Und ich freue mich, Ihnen heute Abend etwas von meiner Forschung zu berichten, und zwar, wie wir Astronomie mit Licht bei verschiedenen Energien und mit den geisterhaften Neutrino-Teilchen machen, um etwas Genaueres rauszufinden über schwarze Löcher und wie sie Sterne verschlucken. Und zentrale Fragestellung in meiner Forschung ist die Herkunft der sogenannten kosmischen Strahlung. Kosmische Strahlung nennen wir hochenergetische geladene Teilchen, genauer genommen Protonen, das sind Wasserstoffkerne, und die prasseln die ganze Zeit von allen Richtungen auf die Erde. Wir können die messen und die haben extrem hohe Energien. Wir können uns das so vorstellen, das sind die gleichen Teilchen, die wir auch auf der Erde beschleunigen können in dem größten Beschleuniger, der größten Maschine, die wir jemals gebaut haben hier auf der Erde. Das ist der Large Hadron Collider am CERN in der Nähe von Genf. Hier sehen wir mal so ein Bild, das ist der Genfer See. Hier hinten ist Genf und in Gelb dargestellt ist dieser riesige Teilchenbeschleuniger. Man sieht ihn hier nicht, weil er eigentlich unterirdisch ist, 100 Meter unter der Erde. Der ist extrem groß, der hat einen Radius von 4,3 Kilometer und da sind riesige Detektoren verbaut, um dann diese Teilchen messen zu können. Also was da passiert ist, die Teilchen werden beschleunigt, aufeinander geschossen, kollidiert und da entstehen dann neue Teilchen und die können hier zu extrem hohen Energien beschleunigt werden. Aber die Teilchen, die wir in der kosmischen Strahlung finden, haben 10 Millionen Mal höhere Energien als das, was wir mit dieser tollsten Maschine auf der Erde herstellen können. Und zum Vergleich mal, wenn wir die gleiche Technologie benutzen würden, wenn wir also jetzt einen größeren Teilchenbeschleuniger bauen würden, um diese hochenergetischen Teilchen herzustellen, dann ja, müsste der deutlich größer sein. Und zwar müssten wir den so groß machen, dass der Radius dann dem Abstand der Erde von der Sonne entsprechen würde. Also das illustriert, glaube ich, ganz schön, wie hochenergetisch diese Teilchen in der kosmischen Strahlung sind. Und das macht, glaube ich, auch klar, warum wir uns fragen, wo können diese Teilchen denn herkommen? Also das zeigt uns, es muss unglaublich hochenergetische Quellen im Universum geben, die also jetzt auf natürliche Weise Teilchen auf hohe Energien beschleunigen können. Was sind also diese Quellen im Universum, die diese kosmische Strahlung erzeugen? Wir wissen das momentan nicht, aber ein sehr guter Kandidat, also es muss irgendeine Quelle sein, die ganz viel Energie freisetzt. Und schwarze Löcher bieten sich hier an, supermassive schwarze Löcher. Aber ein ganz besonderer Kandidat sind sogenannte Gezeitenkatastrophen. Und das ist ein supermassives schwarzes Loch und ein Stern, und dieser arme Stern kommt dem schwarzen Loch zu nah, und das wird jetzt hier gezeigt in dieser Illustration. Also was passiert, wenn der Stern zu nah kommt? Die Gravitation von dem schwarzen Loch zieht jetzt an diesem Stern, und an der vorderen Seite des Sterns, die also näher am schwarzen Loch ist, ist die Gravitation viel größer als an der hinteren Seite. Und wenn diese Gezeitenkraft quasi die Gravitation übersteigt, die den Stern zusammenhält, dann wird der Stern auseinandergerissen. Und diese Überreste von dem zerrissenen Stern werden jetzt akkretiert um das schwarze Loch drumherum, und da bildet sich so eine sogenannte Akkretionsscheibe, die ist super heiß, und das sieht man dann sehr hell, weil plötzlich diese heiße Scheibe entsteht, und in manchen Fällen entsteht dann auch ein Materiejet, der mit ja, fast Lichtgeschwindigkeit senkrecht zu dieser Akkretionsscheibe rausgestoßen wird, und das ist, was man hier sieht, diesen Jet, der da rauskommt. Und wir glauben, dass solche Quellen potenziell extrem viel Energie freisetzen können, und deswegen sind das sehr gute Kandidaten für diese Quelle, für die Quelle der kosmischen Strahlung. Hier nochmal in Bildern dargestellt. Also man sieht jetzt hier, oder man sieht das eben nicht, das schwarze Loch, und das ist der Stern, der dem schwarzen, supermassiven schwarzen Loch zu nahe kommt. Der wird also so auseinandergezerrt, wird dann zerrissen, und Teile von dem Überrest des Sterns werden formen diese Akkretionsscheibe, das sieht man hier so in Blau dargestellt, und dann in manchen seltenen Fällen entsteht auch noch so ein Materiejet, der mit ganz hoher Geschwindigkeit Teilchen ausstoßen kann.
Jetzt fragt man sich, wo gibt es denn eigentlich solche supermassiven schwarzen Löcher? Gibt es die überall im Universum? Und die Antwort ist ja, tatsächlich gibt es die in jeder großen Galaxie, unter anderem auch in unserer Milchstraße, die man hier sieht, wenn Sie schon mal in der Südhalbkugel waren, hatten Sie vielleicht schon mal diese wunderbare Sicht auf das galaktische Zentrum. Und im Zentrum von unserer Galaxie befindet sich so ein supermassives schwarzes Loch. Wir können jetzt mal reinzoomen in dieses schwarze Loch. Das ist jetzt, das schwarze Loch hat 4 Millionen Sonnenmassen, also supermassiv. Und das ist jetzt hier eine kleine Animation, die basierend auf Daten gemacht wurde. Und zwar sind das die nächsten Sterne, die um dieses schwarze Loch kreisen. Man sieht jetzt, wie die Sterne sich bewegen auf solchen elliptischen Bahnen um das schwarze Loch drumherum. Und ein Stern, der dem schwarzen Loch besonders nahe kommt, ist dieser, dessen Bahn hier in Gelb dargestellt worden wird. Man sieht jetzt, wie der hier besonders nah ans schwarze Loch drankommt. Es sieht aber so aus, als wäre dieser Stern auf einer sicheren Bahn, denn der geht ja mehrmals um das schwarze Loch drumherum. Das heißt, in diesem Fall ist es nicht zu einer Gezeitenkatastrophe gekommen, obwohl der Stern relativ nah an das schwarze Loch drangekommen ist. Also welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit es überhaupt zu so einer Gezeitenkatastrophe kommt? Und was hier entscheidend ist, ist der Abstand des Sterns zum schwarzen Loch. Also diesen Stern, den wir gerade gesehen haben, der war offenbar noch auf einem sicheren Abstand von dem supermassiven schwarzen Loch in unserer Milchstraße. Wäre er aber näher dran am schwarzen Loch, dann ja, hätte ihm hier dieses Schicksal gedroht, dass er nämlich zerrissen worden wäre. Und dieser kritische Radius hängt davon ab, einmal, wie schwer natürlich das schwarze Loch ist. Wenn es jetzt noch massiveres schwarzes Loch wäre, dann ist es auch leichter für das schwarze Loch, Sterne zu zerreißen. Und es hängt auch ein bisschen von den Eigenschaften des Sterns selber ab. Aber hier mal zum Vergleich, also dieser Stern, den wir in der kleinen Animation gesehen haben, der ist 80 Mal weiter entfernt vom supermassiven schwarzen Loch als dieser kritische Radius, bei dem der Stern zerrissen worden wäre. Und für das schwarze Loch in unserer Milchstraße ist dieser kritische Abstand ungefähr der Abstand zwischen Sonne und Mars. Also wirklich eigentlich ziemlich klein, wenn man sich das auf den Skalen unserer gesamten Galaxie vorstellt. Und deswegen sind auch diese Gezeitenkatastrophen sehr selten, weil es relativ selten ist, dass halt so ein Stern nah an das schwarze Loch drankommt. In so einer typischen Galaxie, so wie unsere Milchstraße, erwarten wir solche Gezeitenkatastrophen ungefähr alle 10.000 bis 100.000 Jahre. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass in unserer Lebenszeit wir mal so eine Gezeitenkatastrophe in unserer Galaxie sehen. Aber in entfernten Galaxien mit großen Teleskopen können wir sowas trotzdem beobachten. Und diese Beobachtungen können uns nun helfen, um die Frage zu beantworten, ob solche Gezeitenkatastrophen nun kosmische Beschleuniger sein können. Also ist quasi die Gezeitenkatastrophe ein natürlicher Super Large Hadron Collider, der Teilchen auf extrem hohe Energien beschleunigen kann. Ja, wie können wir diese Frage beantworten? Dafür bedienen wir uns der neuen Disziplin der sogenannten Multi-Messenger-Astronomie. Klassische Astronomie macht man ja mit Licht, dem Licht, wo auch unser Auge sensitiv für ist. Wir können also Bilder wie dieses hier machen, wo wir eben das sichtbare Licht von unserer Milchstraße zum Beispiel sehen. Aber das ist eigentlich nur ein winziger Bruchteil von dem ganzen Spektrum, dem Energiespektrum, das Licht annehmen kann. Zum Beispiel kann man auch zu niedrigen Energien gehen, dann sind wir bei Radio. Das ist auch einfach nur eine andere Form von Licht, eben bei niedrigeren Energien. Oder wir können ins andere Extrem gehen, zu hohen Energien, dann wenn man bei Röntgenstrahlen oder noch extremer irgendwann bei Gammastrahlung. Und hier ist quasi dieses ganze Energiespektrum jetzt mal gezeigt. Radio hier unten bei niedrigen Energien, Röntgen und Gammastrahlen bei hohen Energien. Und hier, was hier so schön regenbogenfarben angezeigt ist, dieser winzige Bereich, das ist das, wo unser Auge sensitiv für ist, was wir als sichtbares Licht so kennen. Und das wird für klassische Astronomie genutzt. Aber jetzt kann man sich vorstellen, wenn man jetzt
in anderen Wellenlängen oder in anderen Energiebereichen beobachten kann, dann öffnet man jedes Mal ein komplett neues Fenster zum Universum, weil plötzlich kann man ganz andere Prozesse im Universum beobachten, wenn man quasi zum Beispiel die Röntgenbrille aufsetzen würde und dann plötzlich das Universum im Röntgenlicht oder im Gammalicht sehen kann. Und das ist hier mal als Beispiel dargestellt. Also das ist wieder das Sichtbare, also das Bild, was wir eigentlich auch so kennen. Man sieht hier die Milchstraße, also das galaktische Zentrum hier in der Mitte. Und man sieht diese dunklen Spuren hier. Das ist Gas und Staub, was das Licht von den Sternen absorbiert. Also das sehen wir als so ein dunkles Band da drin. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem, was wir in der Gammastrahlung zum Beispiel sehen, da ist das, was hier im Sichtbaren dunkel ist, ist jetzt hier plötzlich hell. Das wird dadurch erzeugt, dass auch unsere Milchstraße mit dieser kosmischen Strahlung gefüllt ist und die kosmischen Strahlen können dann treffen dann auf dieses Gas und den Staub in unserer Milchstraße und lassen das dann hell leuchten in Gammastrahlen, weil da eben so viel Energie in diesen kosmischen Teilchen steckt. Wir können also hier was ganz anderes sehen in Gammastrahlen. Und dann im Radio wiederum sehen wir nochmal was anderes. Da sehen wir hier diese filamentmäßigen Strukturen. Und das gibt uns Rückschlüsse über das Magnetfeld in unserer Galaxie. Also drei komplett andere Sachen, die wir hier sehen. Und jedes Mal, wenn wir eine andere Wellenlänge und einen anderen Energiebereich anschauen, dann lernen wir nochmal was Neues über unser Universum. Wir können aber jetzt, dafür brauchen wir natürlich besondere Teleskope, um diese andere Strahlung sichtbar zu machen. Also die großen Radioteleskope haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Für Gammastrahlung muss man allerdings, kann man nicht auf der Erde beobachten, weil die Atmosphäre die Gammastrahlen absorbiert. Man braucht da also dann Satellitenexperimente, die man außerhalb von der Atmosphäre betreibt, um diese Gammastrahlung sehen zu können. Wir können aber jetzt noch einen Schritt weitergehen und zusätzlich zu Licht einen anderen Boten aus dem Universum betrachten. Also dieser Bote ist dann kein Licht, sondern im Fall meiner Forschung sind es winzige, geisterhafte Teilchen, sogenannte Neutrinos. Zusammenfassend, es ist sehr schwierig, diese Neutrinos zu messen. Und Douglas Adams hat das sehr schön gesagt in seinem Buch Per Anhalter durch die Galaxis. Hat er geschrieben, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neutrino auf seiner Reise durch all diese tosende, aufwühlende Leere tatsächlich auf etwas trifft, ist ungefähr so groß wie die, mit einem auf gut Glück aus einer fliegenden 747 geworfenen Ball ein Eiersandwich zu treffen. Und das ist eigentlich ziemlich zutreffend. Also diese Neutrinos gibt es zwar überall im Universum, aber es ist sehr, sehr, sehr schwierig, die nachzuweisen, weil die nämlich so selten wechselwirken. Die sind also sehr scheu. Die fliegen durch alles durch und nur ganz, ganz selten, mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit, trifft mal so ein Neutrino einen Atomkern und dann können wir das tatsächlich sehen. Und um die sichtbar zu machen, weil es so selten ist, brauchen wir also einen sehr großen Detektor, um diese seltenen Neutrino-Ereignisse sichtbar zu machen. Warum interessieren wir uns für diese Neutrinos? Die Neutrinos können uns hoffentlich die Antwort geben auf diese zentrale Frage, wo die kosmische Strahlung herkommt, die ja so viel Energie hat und deren Quellen wir nicht kennen. Und das ist die spannende Frage, rauszufinden, was sind denn die Quellen, wo kommt so viel Energie im Universum her? Das Problem mit der kosmischen Strahlung ist, dass die kosmische Strahlung selber uns die Antwort nicht wirklich liefert, weil, wie gesagt, das sind ja geladene Teilchen. Und diese geladenen Teilchen werden jetzt auf ihrem Weg von der Quelle zu uns abgelenkt durch Magnetfelder. Magnetfelder in der Quelle oder Magnetfelder in unserer Galaxie, auf jeden Fall, bis sie dann hier ankommen bei uns auf der Erde, zeigen die gar nicht mehr zurück in ihre Originalrichtung. Das heißt, wir können die zwar messen, aber wir wissen dann überhaupt nicht, wo die eigentlich herkommen. Und das ist jetzt, wo die Neutrinos plötzlich eine wichtige Rolle spielen. Weil die Neutrinos werden produziert, wenn die diese hochenergetischen Teilchen, die kosmische Strahlung, wenn die in der Quelle wechselwirken mit Materie oder Licht in der Quelle, können diese kosmischen Strahlen wechselwirken und in dieser Wechselwirkung werden Neutrinos produziert. Und die hochenergetischen Neutrinos, für die ich mich interessiere, werden ausschließlich in solchen Wechselwirkungen hergestellt. Also immer, wenn so ein Neutrino irgendwo auftaucht, dann heißt das, dass es auch eine Quelle der kosmischen Strahlung in der Richtung des Neutrinos gegeben hat. Die Neutrinos sind jetzt neutrale Teilchen, die sind nicht geladen. Das heißt,
Die haben kein Problem mit Magnetfeldern auf ihrem Weg von der Quelle zu uns. Das heißt, wenn das Neutrino zu uns kommt und wir seine Richtung bestimmen können, dann zeigt das Neutrino uns jetzt die Quelle oder eine potenzielle Quelle der kosmischen Strahlung. Dann brauchen wir aber auch noch Licht, um dann in die Richtung zu gucken und rauszufinden, was gibt es denn überhaupt in dieser Richtung eigentlich. Das Neutrino sagt uns die Richtung und dann brauchen wir noch den anderen Messenger in der Multi-Messenger-Astronomie. Das ist jetzt Licht, Photon in diesem Bild hier, was uns dann sagt, was gibt es eigentlich in dieser Richtung. Ja, die Neutrinos sind zwar tolle Boten aus dem Universum, aber die sind sehr schwer nachzuweisen, wie Douglas Adams das so schön beschrieben hat. Wie schaffen wir es also trotzdem, die Neutrinos überhaupt zu messen? Wir brauchen, wie ich gesagt habe, einen sehr, sehr großen Detektor. Den können wir nicht mehr im Labor bauen, weil der muss viel größer sein als das, was man im Labor irgendwie möglich machen könnte. Wir benutzen das dafür, also ein natürliches Medium. Wir brauchen ein transparentes Medium und davon ganz viel, zum Beispiel Wasser oder Eis. Und wir finden ganz viel davon am geografischen Südpol. Und dort befindet sich das weltgrößte Neutrino-Teleskop, das IceCube-Neutrino-Observatorium. Und während meiner Doktorarbeit hatte ich tatsächlich auch das Glück, selber mal dahin zu fahren und wirklich mitzuhelfen bei dem Bau von diesem tollen, riesigen Detektor am Südpol. Ich gehe jetzt nicht im Detail auf den Detektor ein, weil es gab schon vor ungefähr einem Jahr einen sehr schönen Vortrag in dieser Reihe von Torben Menne. Wenn Sie das mehr interessiert, mehr über diesen Neutrino-Detektor zu lernen, dann schauen Sie sich doch bitte diesen Vortrag an. Was man also jetzt sieht hier auf diesem Bild, ist hier die amerikanische Südpolstation. Das hier ist, wo die Flugzeuge landen, um Leute hinzubringen und die Verpflegung und alles Equipment, was man so braucht. Und tatsächlich diesen riesigen Neutrino-Detektor, den ich Ihnen hier verspreche, den sieht man auf diesem Bild überhaupt nicht, weil der tatsächlich im Eis drin ist. Das Einzige, was man sieht, ist dieses Gebäude hier. Da werden die Daten verarbeitet, aber der eigentliche Detektor ist im Eis. Und hier ist eine Skizze von diesem Detektor. Also hier oben ist wieder das kleine Gebäude, was Sie auch auf dem Foto gesehen haben. Der eigentliche Detektor befindet sich jetzt 2,5 Kilometer tief im Eis und umfasst ein Volumen von 1 Kubikkilometer. Und in diesem 1 Kubikkilometer befinden sich mehr als 5000 Lichtsensoren. Die sind sehr empfindlich auf ganz schwache Lichtsignale. Denn wenn einmal so eine seltene Wechselwirkung von einem Neutrino stattfindet, dann erzeugt er so eine Lichtspur im Detektor. Und die können wir dann messen mit diesem Gitter von optischen Sensoren, die da ins Eis eingelassen worden sind. Und genau genommen, wir bohren Löcher mit einem Heißwasserbohrer, die 2,5 Kilometer tief gehen und auf dem letzten Kilometer von den langen Kabeln, die dann da eingelassen werden, befinden sich diese Lichtsensoren. Das sind so ungefähr basketballgroße Glaskuppeln und da drin befindet sich ein sogenannter Photomultiplier. Das ist ein ganz sensitives Instrument, um Licht zu messen. Der Detektor ist 1 Kubikkilometer. Wie ich gesagt habe, das entspricht ungefähr dem Volumen von 400.000 olympischen Schwimmbädern. Jetzt versteht man vielleicht auch, warum man sowas nicht im Labor bauen kann, weil so ein riesiges Volumen kann man da einfach nicht praktisch herstellen. Wie sieht es jetzt also aus, wenn so eine seltene Neutrino-Wechselwirkung stattfindet? Hier kommt das Neutrino angeflogen. Dann passiert die Wechselwirkung. Und im Blau sieht man jetzt diesen Lichtstrahl, der dann erzeugt wird von dem Neutrino. Und an den verschiedenen Sensoren im Eis kann jetzt die Ankunftszeit von dem Licht sehr genau gemessen werden. Und die unterschiedlichen Ankunftszeiten sind hier durch verschiedene Farben dargestellt. Und die Größe von diesen Blobs, die man sieht, sagen uns, wie viel Licht an diesem einen Sensor angekommen sind. Und man sieht jetzt schon, eigentlich mit dem Auge kann man die Richtung schon nachverfolgen, wie das Teilchen durch den Detektor geflogen ist. Wir können also mit diesem IceCube-Detektor die Richtung und auch die Energie von den Neutrinos bestimmen. Und der nächste Schritt, um herauszufinden, was befindet sich denn in der Richtung des Neutrinos, ist das IceCube, wenn IceCube jetzt so ein interessantes Neutrino am Südpol misst. Die ganze Datenanalyse läuft in quasi Echtzeit.
Und wenn dann was Interessantes gefunden wird, dann wird sofort ein Netzwerk von Teleskopen um die ganze Welt herum benachrichtigt. Und diese Teleskope können dann sofort in die Richtung des Neutrinos schauen und versuchen herauszufinden, ob es jetzt eine interessante Quelle in dieser Richtung gegeben hat. Wir schaffen das Ganze in weniger als 30 Sekunden, dass die Richtung des Neutrinos zu bestimmen und anderen Teleskopen Bescheid zu sagen. Und wir machen das so schnell, weil wir von vornherein nicht wissen, was sind eigentlich die Quellen von den hochenergetischen Neutrinos, beziehungsweise die Quellen von der kosmischen Strahlung. Und wir möchten auf alles vorbereitet sein. Es können also Quellen sein, die explodieren und dann sofort wieder verschwinden, also nur ganz kurz hell sind. Deswegen müssen wir sehr schnell hingucken. Es können aber auch Quellen sein, die sich langsamer entwickeln. Aber auch dann ist interessant, so schnell wie möglich hinzugucken, um zu sehen, was die Quelle macht zu dem Zeitpunkt, wo das Neutrino am Südpol registriert wurde. Meine Gruppe ist beteiligt an diesen Nachfolgebeobachtungen von den interessanten Neutrino-Ereignissen. Also man kann sich das so vorstellen, wenn IceCube das sieht, das funktioniert alles automatisch, dann schickt quasi der Computer so eine kleine Nachricht raus, so ähnlich wie eine SMS, die man auf seinem Handy bekommt, wo die wichtigen Informationen drin sind, in dem Fall hauptsächlich die Richtung. Und dann arbeitet meine Gruppe mit einem Teleskop in Kalifornien, auf dem Mount Paloma in Südkalifornien ist das die sogenannte Zwicky Transient Facility oder kurz ZTF. Das ist ein Teleskop mit einem 1,3 Meter großen Spiegel. Das ist jetzt für ein professionelles Teleskop vielleicht nicht besonders beeindruckend, aber das ist ein ganz einzigartiges Teleskop und wir werden jetzt sehen, warum dieses Teleskop so einzigartig ist. Hier ist erstmal ein Foto davon, wo ich mit meinen Kollegen hier in Kalifornien zu Besuch war bei diesem Teleskop. Dieses Foto habe ich meinem Mann geschickt, der zu Hause in Deutschland war und ich war ganz aufgeregt, dass ich endlich mal das Teleskop sehen konnte. Und mein Mann hat dann gesagt, so ein altes Ding, mit so einem alten Ding könnt ihr wirklich Cutting-Edge-Science machen. Aber die Antwort ist ja, wir machen wirklich einzigartige Beobachtungen mit diesem Instrument. Tatsächlich diese Halterung hier und die Montierung, die das Teleskop dreht, ist tatsächlich alt aus den 50er Jahren, aber eigentlich alles andere an dem Teleskop ist neu, vor allem die Optik und die Kamera. Die Kamera ist wirklich das wirklich Besondere an diesem Instrument. Die ist nämlich riesig groß. Das ist jetzt hier in der Skizze, also das ist hier diese Röhre, die man auf dem Bild auch gesehen hat. Und die Kamera befindet sich hier in der Mitte von dieser Röhre. Hier ist ein Foto von der Kamera und zum Größenvergleich ist hier mal so ein Filter, der dann vor die Kamera montiert wird. Also das ist auch ungefähr die Größe der Kamera. Also es ist eine CCD-Kamera, sowas, was man auch in seiner Digitalkamera oder in seinem Handy hat, aber eine riesige Version davon. Also die hat hier 16 solche einzelnen Chips und jeder Chip hat 6000 mal 6000 Pixel darauf. Und wirklich solche riesigen Chips herzustellen, ist extrem schwierig. Was noch besonders ist, ist dieses riesige Ding hier, das ist der Shutter vom Teleskop, was man bei einer Kamera ja auch hat, was so schnell auf und zu geht, um dann die Belichtungszeit zu kontrollieren. Und das ist hier der größte Shutter, der jemals gebaut worden ist. Und der wurde ganz in der Nähe in Bonn hergestellt. Und ja, was bringt uns jetzt diese riesige Kamera? Diese riesige Kamera ermöglicht es, dass wir ein riesiges Gesichtsfeld haben. Riesiges Gesichtsfeld bedeutet, mit einer Beobachtung am Himmel können wir eine riesige Fläche am Himmel abdecken. Und das ist hier dargestellt. Also der ZTF ist hier und wird verglichen mit anderen professionellen Teleskopen. Man sieht also, es ist ja, das größte von allen professionellen Teleskopen, die jemals gebaut worden sind. Und zum größten Vergleich ist hier der Mond und Andromeda. Und das ist wirklich hier in der richtigen Größenordnung. Also das ist hier der Vollmond. Das heißt, das gesamte Gesichtsfeld von diesem Teleskop würde 250 Mal den Vollmond abdecken. Und das ist wirklich einzigartig. Und das erlaubt es diesem Instrument jetzt eigentlich jede Nacht den gesamten sichtbaren Himmel in Südkalifornien abzuscannen. Und das ist jetzt hier eine kleine Animation. Das sind insgesamt 4 Stunden, die hier dargestellt werden. Und jedes kleine Mosaik, was da auftaucht, ist
eine Beobachtung. Eine Beobachtung dauert jeweils 30 Sekunden und dann geht das Teleskop zum nächsten Feld und zum nächsten Feld und zum nächsten Feld und so kann man dann den ganzen Himmel wieder einmal den ganzen Himmel abdecken oder ein kleines Stück vom Himmel zwei oder dreimal pro Nacht abdecken. Und was machen wir dann mit diesen Daten? Was suchen wir in den Daten? Uns interessiert es, Objekte zu sehen, die sich in der Zeit ändern. Und solche Objekte finden wir durch sogenannte Bildsubtraktion. Also das hier wäre jetzt ein Bild, was wir, sagen wir mal, letzte Nacht aufgenommen haben. Das wird jetzt verglichen mit einem sogenannten Referenzbild. Dieses Referenzbild ist normalerweise ein tieferes Bild, also mit längerer Beobachtungszeit, was unter guten Bedingungen im Idealfall vor einigen Jahren aufgenommen worden ist. Und die zieht man jetzt voneinander ab. Und alles, was dann übrig bleibt, ist quasi das, was plötzlich neu dazugekommen ist. Oder diese eine Quelle ist plötzlich heller geworden. Das sieht man dann hier in diesem Differenzbild. Also hier, was man als so ein diffusen Blob hier sieht, das ist eine Galaxie. Also so wie unsere Milchstraße sieht man hier diese ausgedehnte Galaxie. Und jetzt zieht man die beiden Bilder voneinander ab und sieht irgendwas Helles, was übrig bleibt. Das können wir in einer Nacht machen und dann die Helligkeit dieses Objektes, was sich ändert, können wir dann ermitteln aus diesem Bild. Das können wir dann wiederholen in der nächsten Nacht und in der nächsten Nacht nochmal wiederholen und so weiter. Und dann können wir quasi die Helligkeit als Funktion der Zeit bestimmen. Und so eine Kurve hier nennt man Lichtkurve. Das ist, womit wir uns hauptsächlich beschäftigen. Wir möchten also diese Lichtkurven aufnehmen und das dann vergleichen, zum Beispiel mit unseren Neutrino-Messungen. Was wir also machen mit CTF, um nach diesen Neutrino-Quellen zu suchen, ist, wir empfangen automatisch die hochenergetischen Neutrinos, dann beobachten wir CTF in dieser Richtung, dann haben wir einen komplizierten Algorithmus, um all das loszuwerden, was wir finden, was uns eigentlich nicht interessiert, denn CTF finden wir pro Nacht ungefähr 1 Million Quellen und die meisten von denen haben überhaupt nichts mit unserem Neutrino zu tun. Das sind sowas wie variable Sterne, Planeten, Asteroiden oder irgendwelche Artefakte in unserem Bild. Das wollen wir alles loswerden. Und dann haben wir hinterher vielleicht so eine Handvoll potenziell interessante Kandidaten übrig. Und von denen machen wir dann noch weitere Beobachtungen mit anderen Teleskopen. Also wenn wir einmal quasi die interessante Quelle gefunden haben, das Ganze ist schwierig, weil die Auflösung des Neutrino-Teleskops nicht so gut ist. Also das Neutrino-Teleskop sagt, okay, irgendwo da kam das Neutrino her, aber wir können das nicht so genau lokalisieren, sondern das ist ein recht großes Feld am Himmel und dafür ist jetzt diese riesige Kamera von CTF genau das Richtige, um dieses große Feld am Himmel abzudecken. Und von den ganz vielen Quellen, die wir in diesem großen Feld finden, suchen wir jetzt Interessanten raus und sagen dann anderen Teleskopen, die vielleicht nur ein ganz kleines Gesichtsfeld haben, sagen, okay, hier ist eine interessante Quelle, genau da müsst ihr hingucken. Und ja, so würde das dann aussehen. CTF würde sich automatisch robotisch bewegen, wenn dieser Neutrino-Alarm ankommt. Dann haben wir unsere Algorithmen, die sofort die Daten analysieren. Die Bilder werden aufgenommen und dann können wir also genau in die Richtung des Neutrinos gucken. Und unter den vielen potenziellen Quellen, die wir da finden, können wir dann die interessanten rausfiltern. Und in diesem Beispiel hier, das war die Nachverfolgung von einem Neutrino in 2019, haben wir eine Quelle gefunden, die erstmal AT2019DSG genannt wurde. Das ist einfach so ein generischer Name, der dann erzeugt wird. Und hier ist die Lichtkurve von dieser Quelle. Also Lichtkurve quasi Helligkeit über als Funktion der Zeit. Und zu dieser Zeit ist das Neutrino angekommen. Wir sehen also, dass diese Quelle schon vorher von CTF beobachtet wurde. Das ist das Tolle an CTF. Wir haben all diese Archivdaten, die wir auch angucken können, um zu gucken, was hat die Quelle denn in der Vergangenheit gemacht. Und wir sehen, wo die Quelle genau ist. Und wir sehen hier in diesem Bild, dass die Quelle genau im Zentrum von dieser Galaxie plötzlich auftaucht. Und das lässt uns jetzt glauben, dass es also irgendwie im Zusammenhang mit dem schwarzen Loch im Zentrum von dieser Galaxie gestanden haben muss. Weil die Quelle eben genau im Zentrum und nicht irgendwie außen an dem Spiralarm von der Galaxie zum Beispiel gefunden wurde. Und was wir in der Lichtkurve sehen, ist, die Quelle wurde hell über, das ist hier in Tagen dargestellt, über sowas wie 50 Tage und dann fällt die langsam ab. Und dann kam plötzlich das Neutrino und dann getriggert von dem Neutrino haben wir noch zusätzliche Beobachtungen zu dieser Zeit durchgeführt.
Und wir glauben jetzt, dass diese Quelle tatsächlich ein schwarzes Loch ist, das so einen Stern verschluckt, also so eine Gezeitenkatastrophe. Also ein Indikator ist, dass wir uns quasi hier im Zentrum von dieser Galaxie befinden. Dann die Form von der Lichtkurve hat auch einen charakteristischen Abfall, den man ja auf komplizierte Art mit allgemeiner Relativitätstheorie berechnen kann. Das ist ein anderer Indikator, dass das hier eine Gezeitenkatastrophe ist. Die ganze Arbeit wurde gemacht von meinem Doktoranden, der Doktorand in meiner Gruppe, Robert Stein. Und weil man sich diese Namen von den Quellen so schlecht merken kann, AT219DSG, geben wir in CTF den Quellen, die wir als solche potenziellen Gezeitenkatastrophen identifizieren, geben wir andere Namen, Spitznamen, damit wir uns das besser merken können. Und wir benennen die nach Charakteren in der Game of Thrones-Serie. Und in diesem Fall wurde die Quelle als Bran Stark bezeichnet. Und lustigerweise, vielleicht sieht man eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Bran und Robert in diesen Fotos hier zumindest. Also warum sind wir sicher, dass es wirklich so eine Gezeitenkatastrophe ist? Wir haben noch zusätzliche Evidenz, zusätzlich zu den optischen Daten. Wir gucken auch noch Daten in anderen Energiebereichen an. Zum Beispiel haben wir Röntgendaten aufgenommen mit dem SWIFT-Satelliten. Wir können uns auch hier die Lichtkurve anschauen und das vergleichen mit den Daten, die wir mit CTF gesammelt haben. Wir zerlegen auch noch das Licht in verschiedene Bestandteile und können so charakteristische Merkmale von Gezeitenkatastrophen finden. Und was besonders interessant war, wir haben auch Daten im Radiobereich, also eigentlich bei niedrigeren Energien, aufgenommen mit diesen drei verschiedenen Radioteleskopen auf der Welt verteilt. Und was wir rausfinden, wenn wir die Radiodaten angucken, ist, dass diese Quelle auch zu relativ späten Zeiten noch sehr aktiv gewesen ist. In den optischen Daten von CTF sah es ja so aus, als würde das langsam abfallen, aber im Radiobereich sieht man jetzt, dass auch zu späten Zeiten, nämlich zu der Zeit, als das Neutrino ankam, ungefähr 150 Tage, nachdem die Quelle zum ersten Mal von CTF gemessen wurde, sehen wir, dass hier immer noch dass die Quelle immer noch aktiv ist und immer noch Energie produziert. Deswegen glauben wir, dass es Sinn macht, dass dieses Neutrino erst 100 Tage später ankam. Und all diese Indizien zusammengenommen lässt es uns glauben, dass diese Quelle eine Gezeitenkatastrophe ist und dass das Neutrino von dieser Quelle produziert wurde. Aber natürlich müssen wir uns auch fragen, ob das nicht vielleicht auch Zufall gewesen sein kann, dass nur zufällig die Quelle in dieser Richtung war, also das Neutrino kam, aber dass das Neutrino eigentlich gar nichts mit der Quelle zu tun hatte. Allerdings ist die Zufallswahrscheinlichkeit sehr, sehr klein, 1 zu 500. Wir sind also ziemlich sicher, dass das Neutrino wirklich von dieser Quelle gekommen ist. Wenn wir also jetzt glauben, dass die Quelle das Neutrino produziert hat, was lernen wir dann daraus? Erstmal fand die Community das sehr spannend und unsere Arbeit oder Roberts Arbeit, die Arbeit von meinem Doktoranden, wurde in Nature Astronomy veröffentlicht. Wir haben es sogar mit unseren tollen Illustrationen aufs Titelbild geschafft. Also es hat sehr viel Aufsehen erregt. Aber warum eigentlich? Was lernen wir jetzt daraus, wenn das Neutrino von dieser Gezeitenkatastrophe kommt? Wir haben ja gelernt, dass Neutrinos nur in Prozessen produziert werden, die mit der kosmischen Strahlung, also mit hochenergetischen Protonen, zu tun haben. Wenn also das Neutrino von der Quelle kam, heißt das, dass diese Quelle ein kosmischer Teilchenbeschleuniger ist. Aus der Energie des Neutrinos können wir jetzt auch Aussagen treffen über die Energie der kosmischen Strahlung, die aus dieser Quelle kam. Und wir finden, dass es also mindestens 1000-mal so viel Energie wie der Large Hadron Collider am CERN produzieren würde. Wie groß müsste man den Large Hadron Collider machen, um diese 1000-mal so viel Energien zu bekommen? Man müsste den ungefähr einmal so groß machen wie einmal den Äquator um die Erde. Also achtlich viel größer. Sagt uns, sehr viel Energie kommt aus dieser Quelle. Allerdings ist es noch kein Beweis dafür, dass diese Quelle auch die höchst energetische kosmische Strahlung bei 10 Millionen Mal der Energie vom Large Hadron Collider produzieren. Das ist also jetzt der erste Schritt. Wir haben diese Quelle identifiziert und die muss also mindestens 1000-mal so viel Energie haben.
Vielleicht hat sie auch 10 Millionen mal so viel Energie, aber mit diesem einen Neutrino, was wir aus der Richtung gemessen haben, können wir das noch nicht beweisen. Der nächste Schritt ist jetzt also, mehr von solchen Gezeitenkatastrophen zu finden, von denen Neutrinos kommen. Und ich habe Ihnen ja hier die Entdeckung von Brenn und dem hochenergetischen Neutrino gezeigt. Wir haben tatsächlich noch eine zweite Quelle gefunden, die in unserem Namensschema jetzt nach Tywin benannt wurde. Und hier sind die beiden Lichtkurven verglichen, die blaue von Brenn und die rote von Tywin. Tywin ist also noch viel heller als Brenn und ist sogar noch länger hell, auch bei späten Zeiten. Und hier kam das Neutrino tatsächlich ein Jahr, nachdem die Quelle ihr Maximum erreicht hat. Jetzt haben wir also zwei Indikatoren, dass diese Gezeitenkatastrophen hochenergetische Neutrinos und damit auch kosmische Strahlen produzieren können. Die Arbeit wurde nicht von Robert gemacht, sondern von Simeon, ein anderer Doktorand in meiner Arbeitsgruppe. Und auch hier mit dem Bart sieht man vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit. Okay, aber der nächste Schritt in der Zukunft, also wir haben jetzt schon mal zwei interessante Fälle. Wir suchen natürlich nach mehr Gezeitenkatastrophen in der Zukunft. Und ja, in der nicht allzu fernen Zukunft werden wir diese Suche noch viel besser machen können, denn am Südpol wird in Zukunft hoffentlich ein neues Neutrino-Teleskop gebaut, das 10-mal größer als das heutige Ice Cube sein wird. Die geplante Inbetriebnahme wäre in 2030. Und gleichzeitig wird in Chile das Vera Rubin Observatory gebaut. Das ist ein riesiges Teleskop und so ähnlich wie CTF wird es auch jede Nacht den ganzen Himmel abscannen. Allerdings ist es jetzt ein viel größeres Teleskop mit einem Spiegel, der 8 Meter groß ist, verglichen mit den 1,3 Metern von CTF. Damit werden wir mindestens 100 Mal so viele Gezeitenkatastrophen messen. Und hier ist die geplante Inbetriebnahme bereits im Oktober 2023. Also in Zukunft können wir hoffentlich noch viel mehr Gezeitenkatastrophen und Neutrinos und damit kosmische Strahlen von diesen Objekten finden. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte an dieser Stelle noch Werbung machen für den Vortrag in der nächsten Woche über die Milchstraße, die Entstehung eines Himmelspanoramas. Und jetzt freue ich mich über Ihre Fragen. Die erste Frage ist, können solche hochenergetischen Teilchen auch von Pulsaren stammen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Diese Gezeitenkatastrophen ist ein potenzieller Kandidat von Quellen, die solche hochenergetischen Teilchen produzieren können. Aber es gibt auch noch eine Reihe von anderen potenziellen Quellen und Pulsare gehören auch dazu. Also für die, die vielleicht nicht wissen, was Pulsare sind Neutronensterne. Extrem, extrem dichte kleine Sterne, die auch so einen Jet ausstoßen und die rotieren ganz schnell. Und immer wenn dieser Jet mal auf uns zeigt, wie in so einem Leuchtturm, dann sehen wir so einen kurzen Flash von Strahlung und die nennt man Pulsare. Solche Quellen könnten potenziell auch kosmische Strahlen beschleunigen, aber wir haben hier noch keinen Indikator dafür gefunden, zum Beispiel keine Neutrinos aus der Richtung von bekannten Pulsaren. Die zweite Frage ist, welche Alternativen zu schwarzen Löchern als Quellen von hochenergetischer kosmischer Strahlung sind denkbar? Also Pulsare zum Beispiel wären hier ein Beispiel. Andere Kandidaten sind sterbende Sterne, extreme Formen von sterbenden Sternen, sogenannte Gamma-Ray-Bursts. Das ist, wenn ein sehr massiver, wahrscheinlich auch sehr schnell rotierender Stern das Ende seiner Lebenszeit erreicht. Und dann explodiert er in der Supernova und in diesem extremen Fall von den Gamma-Ray-Bursts bildet sich dann auch ein schwarzes Loch, aber kein supermassives schwarzes Loch, sondern ein stellares schwarzes Loch. Auch eine Akkretionsscheibe und ein Jet, wenn dieser Jet in unsere Richtung zeigt, dann nennen wir das einen Gamma-Ray-Burst, weil wir dann so einen ganz kurzen Flash von Gamma-Rays sehen, von Gamma-Strahlung. Die dauern so 10, 100 Sekunden und die sind extrem, extrem, extrem hell in diesen 10, 100 Sekunden. Dann sind die hellsten Objekte im ganzen Universum. Das sind auch gute Kandidaten für die Herkunft von Neutrinos und kosmischer Strahlung. Mit Ice Cube haben wir sehr extensiv nach solchen Quellen gesucht und nichts gefunden.
Das schließt jetzt nicht aus, dass Gamma-Ray Bursts Neutrinos produzieren und kosmische Strahlen produzieren, aber die sind auf jeden Fall nicht die Haupterzeuger von den Neutrinos, die wir mit Ice Cube im Moment messen. Die dritte Frage ist, wie gut ist die Richtungsauflösung von Ice Cube? Ja, das ist einmal eine Funktion der Energie des Neutrinos und hängt auch davon ab, wie das Neutrino in den Detektor reingeflogen ist. Aber so im Durchschnitt kann man sagen, dass also zumindest diese interessanten Events, die wir dann als Alarm rausschicken an die Astronomen überall in der Welt, haben also so einen Fehler am Himmel, der mehrere Quadratgrad groß ist. Also so ein Radius von 1 Grad oder manchmal sogar bis zu 5 Grad oder sowas hat. Das hängt ja, wie gesagt, von den individuellen Events ab. Wenn wir das jetzt wieder mit dem Mond vergleichen, das ist, glaube ich, ungefähr einen halben Grad groß. Also größer als der Vollmond, den man so am Himmel sieht. Wenn man jetzt mit optischen oder Radioastronomen spricht, dann ist das für die eine Katastrophe, weil die natürlich eine viel, 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 viel bessere Auflösung haben. Aber wenn man zum Beispiel Gravitationswellenastronomie anschaut, die haben noch viel schlechtere Auflösung als die Neutrinos. Und da schaffen wir es inzwischen, Nachfolgebeobachtungen zu machen. Also im Vergleich mit den Gravitationswellen schauen die Neutrinos eigentlich noch ganz gut aus, was die Auflösung angeht. Die vierte Frage. Neutrinos kommen doch auch zum Beispiel von der Sonne, daher wohl auch von anderen Sternen. Wie unterscheidet man diese von solchen, die von Quellen kosmischer Strahlung kommen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Neutrinos kommen tatsächlich von der Sonne, die messen wir auch die ganze Zeit. Und auch von anderen Sternen. Allerdings sind das Neutrinos bei niedrigen Energien. Das ist ungefähr 10 Billionen Mal niedrige Energie als die wir mit Ice Cube messen. Und diese niederenergetischen Neutrinos kommen tatsächlich auch aus anderen Prozessen. Die kommen zum Beispiel in der Sonne, aus den Fusionsprozessen, die innerhalb der Sonne entstehen. Die sind also bei niedrigen Energien. Und diese extrem hochenergetischen Neutrinos, die also wie gesagt 10 Billionen Mal mehr Energie haben als die aus der Sonne, die können nur in Verbindung mit der kosmischen Strahlung produziert werden. Ja, so unterscheiden wir die. Also die Sonnenneutrinos können wir zum Beispiel mit Ice Cube gar nicht messen. Ice Cube ist dafür gebaut, wirklich nur diese hochenergetischen Events zu sehen. Und der Unterschied ist hier, dass natürlich, wenn das Neutrino mehr Energie hat, dann wird auch mehr Licht im Eis oder im Wasser produziert. Und dadurch, dass in Ice Cube die einzelnen Sensoren relativ weit auseinander sind, können wir also nur die sehr hellen Ereignisse überhaupt sehen. Dadurch sind wir ja limitiert auf die hochenergetischen, aber genau die wollen wir ja auch gerade messen. Die nächste Frage: Werden Neutrinos auch wie Licht rot verschoben oder funktioniert das anders? Ja, genau, die Energie der Neutrinos würde auch durch die Rotverschiebung sich ändern, genauso wie bei Licht auch. Sechste Frage. Wie lange bleiben die im Eis eingelassenen Detektoren funktionsfähig? Können Detektoren durch Verschiebung im Eis oder die Klimaerwärmung beschädigt werden? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also Ice Cube ist jetzt schon seit über 10 Jahren, funktioniert es schon im Eis. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, also die Sensoren, bevor wir die überhaupt, also erstmal werden die im Labor, zum Beispiel hier in Deutschland, getestet oder in den USA, dann werden die an den Südpol gebracht, dann werden die nochmal getestet und dann werden die ins Eis eingelassen und eingefroren. Und manche gehen dann sofort kaputt, sind dann sofort kaputt, die funktionieren nie. Aber die nicht sofort kaputt sind, die funktionieren stabil seit 10 Jahren schon. Und der Anteil von denen, die kaputt sind, ist im Promillebereich. Also wirklich Handvoll von den Sensoren sind kaputt. Die meisten funktionieren extrem stabil. Der zweite Teil der Frage war, ob die Klimaerwärmung oder Verschiebung des Eises ein Problem ist. Klimaerwärmung am Südpol ist im Moment noch nicht so ein Problem, zum Glück. Das ist eher ein Problem am Nordpol, dass da alles schmilzt, aber Antarktika ist eigentlich noch
nicht so stark betroffen davon. Und wir sind ja auch ganz zentral auf dem antarktischen Kontinent. Also Klimaerwärmung ist für uns da nicht so ein Problem, zum Glück. Und dann ist es wahr, dass es ja ein Gletscher ist, in dem Eisgipfel sich befindet. Und der Gletscher bewegt sich tatsächlich über den Steinboden quasi. Die Bewegung können wir auch messen. Das sind, glaube ich, so etwas wie 10 Meter pro Jahr. Das ist aber kein Problem für unseren Detektor, weil das ganze Eis sich also ein Block bewegt. Und dadurch quasi der Detektor sich ein bisschen bewegt. Aber das ist jetzt kein Problem für die Kabel oder so, weil sich das halt an einem Stück bewegt. Die siebte Frage. Treffen Neutrinos schneller oder langsamer bei uns ein als Gammastrahlen? Das ist ja auch eine gute Frage. Die Neutrinos haben eine winzig kleine Masse. Damit fliegen die tatsächlich langsamer als Lichtgeschwindigkeit, aber der Unterschied ist minimal, weil die Masse winzig ist. Wir wissen tatsächlich nicht, was die Masse ist. Wir haben nur ein Limit auf die Masse. Das heißt, wir haben versucht, die Masse zu messen, haben nichts gemessen und wissen also, die tatsächliche Masse muss kleiner sein als dieses Limit. Und ja, dieses Massenlimit ist extrem klein und man kann dann quasi ausrechnen, wie viel langsamer die Neutrinos fliegen verglichen mit dem Licht. Und dieser Effekt ist vernachlässigbar klein. Selbst wenn der Gamma-Ray Burst weit entfernt ist, würden wir erwarten, dass die Gammastrahlen und das Licht gleichzeitig ankommen. Noch eine Frage. Werden Neutrinos nicht auch durch Massen abgelenkt? Wie kann man trotzdem die Richtung des Ursprungsort ermitteln? Ja, es gibt ja sowas wie Gravitationslinseneffekt, dass das Licht also von großen Massen abgelenkt wird. Aber das Gleiche passiert auch mit den Neutrinos. Das heißt, wenn wir dann das Licht beobachten in der Richtung des Neutrinos, dann haben Licht und Neutrino den gleichen Ablenkungseffekt durch Massen erfahren. Das wäre also kein Problem für uns in dem Fall für diese Multi-Messenger-Beobachtung, die wir machen wollen. Wird Abfall der Beobachtung, zum Beispiel die Asteroiden von anderen Forschern, recycelt? Bin nicht sicher, ob ich die Frage hier richtig. Doch, ja, ich verstehe. Okay, von den Asteroiden, die wir mit ZTF, mit dem optischen Teleskop messen. Ja, ZTF wird betrieben von einer großen Gruppe von Astronomen und die haben alle sehr unterschiedliche Interesse. Während für mich die Asteroiden quasi Abfall ist, ich möchte die loswerden oder auch die variablen Sterne möchte ich gerne loswerden, gibt es andere Forscher, die sich genau auf die gerade konzentrieren. Die interessieren sich dann nicht für Gezeitenkatastrophen, das würden die aussortieren und die gucken sich halt genau diese anderen Objekte an. Also alle die Daten, die wir nehmen, werden extrem gut verwertet in alle potenziellen Richtungen, die man sich so vorstellen kann. Zehnte Frage: Sind die Neutrinos energiereicher, wenn sie von einer Gezeitenkatastrophe stammen oder von einem Quasar, der einfach durchschnittlich aktiv ist? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ist tatsächlich was, würde ich sagen, auf was wir noch keine Antwort haben. Also ich habe ja dieses Neutrino von der Gezeitenkatastrophe gezeigt und das ist tatsächlich nur das zweite Mal, dass wir es geschafft haben, ein hochenergetisches Neutrino mit einer entfernten Quelle zu assoziieren. Der andere Fall war ein sogenannter Blazar. Das ist eine aktive Galaxie, also auch ein supermassives schwarzes Loch, aber da fällt die ganze Zeit Zeug rein und da hat man eine große Akkretionsscheibe und ist die ganze Zeit aktiv, während in der Gezeitenkatastrophe das schwarze Loch erstmal ruhig ist und nichts macht und dann eben plötzlich der Stern kommt und sich dann neu die Akkretionsscheibe bildet. Die Frage ist jetzt, passieren dann unterschiedliche Prozesse? Wir vermuten, das ist tatsächlich wirklich das, woran wir gerade forschen, aber eine Hypothese ist, dass die Gezeitenkatastrophen am sogenannten Eddington-Limit sind. Und das Eddington-Limit heißt, wenn quasi das Schwarze Loch, die Akkretionsscheibe zu stark strahlt, dann würde die dadurch
irgendwann auseinandergerissen, die wird sich quasi auflösen, wenn quasi die Strahlung größer ist als die Gravitation, die das zusammenhält. Und wenn man über dem Eddington-Limit ist, dann heißt es, dass das tatsächlich passiert. Das kann in so einem aktiven schwarzen Loch, würde das ja nicht die ganze Zeit passieren können, weil dann wäre das ja nicht stabil. Das heißt, die sind normalerweise nicht oberhalb von diesem Eddington-Limit, aber in den Gezeitenkatastrophen kann das gut sein, dass es über dem Eddington-Limit ist, weil es ja nur so eine kurzes Event ist quasi. Das könnte also zum Beispiel ein Unterschied sein, verglichen mit den normalen aktiven Galaxien. Aber das ist tatsächlich was, woran wir gerade forschen, das wissen wir nicht so genau. Aber es könnte natürlich auch sein, dass beide Objekte, Klassen von Objekten, Neutrinos erzeugen würden. Die nächste Frage. Wie erklärt man sich den hohen Energiezustand der Neutrinos? Ist es nur durch die kosmische Beschleunigung? Ist es nur durch die kosmische Beschleunigung bei ihrer Entstehung? Genau, die Energie des Neutrinos ist quasi hängt direkt zusammen mit der Energie von der kosmischen Strahlung. Und die zweite Zutat in dieser Wechselwirkung ist dann das, womit die kosmische Strahlung wechselwirkt. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Das kann einmal Strahlung sein oder Materie. Also man kann sich vorstellen, dass es in der Quelle Materie gibt und dann die kosmische Strahlung trifft auf diese Materie und dann werden die Neutrinos produziert, oder da ist sehr helles Licht um die Quelle drumherum und dann trifft die kosmische Strahlung auf dieses Licht und produziert dabei Neutrinos. Und in dem Fall würde auch das Licht dann eine Rolle spielen. Also bei welcher Wellenlänge oder welche Energie ist quasi das Licht, auf das die kosmische Strahlung trifft. Diese beiden Zutaten gehen quasi in die Neutrino-Energieberechnung ein. Aber die wichtigste Zutat ist wirklich die Energie der kosmischen Strahlung. Wenn die kosmische Strahlung nicht genug Energie hat, dann kann man auch nicht Neutrinos bei hohen Energien erzeugen. Die nächste Frage. Die Beobachtungszeiten bei den großen Teleskopen sind ja in der Regel bereits vergeben. Wer entscheidet dann, dass eine aktuelle Beobachtung dazwischen geschoben werden wird? Ja, gute Frage. Das ist was, wo ich mich in meinem täglichen Leben oder meine Arbeitsgruppe sich mit rumschlagen muss, dass wir uns nämlich bewerben um Beobachtungszeit. Und da gibt es verschiedene Programme. Man kann sagen, ich möchte Galaxie XY für 3 Tage beobachten. Und dann weiß man schon, welche Galaxie man beobachten möchte. Das geht natürlich in unserem Fall nicht, weil wir wissen ja vorher nicht, wo wird das Neutrino herkommen und was finden wir dann da in der Richtung des Neutrinos. Das heißt, wir schreiben ein bisschen andere Proposals, um Beobachtungszeit zu kriegen. Und zwar sagen wir, okay, wir möchten 1 Stunde Zeit haben auf diesem Teleskop. Wir wissen aber nicht genau wann und wir wissen auch nicht genau, wo wir hingucken. Und wenn die Leute, die darüber dann entscheiden, denken, dass der Science Case interessant genug ist, dann kriegt man diese Beobachtungszeit. Und wenn es dann also soweit ist, dass das interessante Neutrino irgendwo herkäme, dann dürften wir die Beobachtung unterbrechen, die an dem Teleskop gerade durchgeführt werden, um unsere Beobachtung zu machen. Aber das stimmt natürlich, diese Beobachtungszeit ist hart umkämpft und man muss sich jedes Semester, also 2-mal im Jahr, muss man sich immer neu bewerben um diese Beobachtungszeit. Nächste Frage. Um welche Neutrino-Flavors handelt es sich oder spielt das gar keine Rolle? Das ist quasi schon eine Expertenfrage. Das habe ich so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass es verschiedene Sorten von Neutrinos gibt. Und zwar gibt es Elektron, Myon und Tau-Neutrinos, entsprechend eben zum Elektron und Myon und Tau-Lepton. Und die Neutrinos, die jetzt für meine Forschung besonders interessant sind, sind die Myon-Neutrinos. Denn wenn die wechselwirken im Eis, wird ein Myon produziert. Und das Myon macht diese lange Spur durch das Eis. Und nur durch das Myon oder dann das Myon-Neutrino kriegen wir eine gute Richtungsauflösung. Also diese paar Grad am Himmel, wo wir dann sagen können, da kam das Neutrino her. Für die anderen Neutrino-Flavors können wir das nicht sagen, weil dann dieses Lichtpattern, was wir so sehen im Detektor, ich habe ja das Beispiel gezeigt, diesen kleinen Film, das sah man ja richtig, dass es so ein Track quasi durch den Detektor gemacht hat. Für die anderen Neutrino-Flavors sieht das eher so sphärisch aus. Man kriegt also so einen Blob von Licht, was man dann sieht. Und da ist es sehr schwierig, die Richtung drauf zu bestimmen. Man kann das versuchen, aber man ist dann eher so bei 10, 20 Grad. Und da wird es dann wirklich schwierig, mit Teleskopen
das abzudecken und dann irgendwas Interessantes zu finden, weil man, wenn man so viel abdeckt am Himmel, dann findet man immer irgendwas hinterher und man weiß ja nicht, gehörte das zum Neutrino oder nicht. Also wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Myon-Neutrinos. Und dann soll ich vielleicht dazu sagen, was in der Quelle erzeugt wird, sind Elektron- und Myon-Neutrinos. Und auf ihrem Weg zu uns oszillieren die allerdings, das ist die besondere Eigenschaft der Neutrinos, zu anderen Flavors, sodass wir hinterher ein Flavor-Verhältnis auf der Erde haben von 1 zu 1 zu 1. Also genau gleich viele Elektronen, Myon und Tau-Neutrinos. Und wir konzentrieren uns jetzt hier auf die Myon-Neutrinos, um die Richtungsauflösung zu bekommen. Das war die letzte Frage. Dann bedanke ich mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und möchte Sie nochmal daran erinnern, dass nächste Woche ein weiterer interessanter Vortrag stattfindet, nämlich die Milchstraße XXL, die Entstehung eines Himmelspanoramas. Und wenn Ihnen Vorträge dieser Art gefallen, dann empfehle ich Ihnen, diesen Kanal zu abonnieren, um dann immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn es spannende Vorträge geben wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch.